Es gibt drei Dinge auf der Welt, die mich nerven. Erstens, Motive auf Klodeckeln. Ich meine, wer scheißt schon besser auf ein Bild von Hawaii? Zweitens, Hallihallo, meine Lieben. Und drittens, die Hero Wars Werbung. Wisst ihr, wie viel diese Werbung mit dem eigentlichen Spiel zu tun hat? Richtig! Drei. Und wisst ihr, wie oft man den Scheiß auf Social Media gezeigt kriegt? Over 9000! Ich würde dir sowas sagen wie, ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht, aber ich bin sauer! Mal abgesehen davon, dass diese dummen Clips mit dem Spiel nichts zu tun haben, gehen die mir auf den Keks, die feine Party auf dem gesamten Backblech. Jeder kennt es, egal ob man nun auf Twitter, YouTube oder Facebook, der war gut, unterwegs ist, irgendwie wird man ab einer bestimmten Uhrzeit von bekackter App-Werbung die Flash-Spielzeiten von 2004 Newgrounds zurückgebombt. Mit einem Unterschied, Blobby Wally hat wenigstens Spaß gemacht und hatte keine Ingame-Käufe für 299 verschissene Euro. Aber kommen wir kurz vom Berg des Zorns hinabgestiegen und fahren fort. Hero Wars ist nach Aussagen des Entwicklers ein wunderschönes Helden-Fantasy-Kampfabenteuer. Helden-Fantasy-Kampfabenteuer. Da ist ja alles dabei, möchte man meinen. Aber selbst wenn das stimmen würde, fehlt der IQ-Test für Halbhörner aus der Werbung. Eine typische Anzeige für Hero Wars sieht nämlich so aus. Man sieht Darius vor einem Rätsel, dass selbst Goldfische viel zu langweilig abgestempelt haben und sich lieber selbst die Toilette runterspülen und eine Hand, die das Rätsel verkackt, als würde man Dr. Bieber mit und unter Starkstrom spielen. Und jetzt schauen wir uns noch einmal kurz an, wie das Gameplay aussieht. Werbung? Gameplay! Wow! Cool! Aufregend! Das schreit jetzt nicht unbedingt nach Ratespaß mit den drei Fragezeichen! Die einzigen Satzzeichen, die ich für Hero Wars aktuell übrig habe, sind Ausrufezeichen nach einer relativ krass beleidigenden Aussage! In manchen Werbungen sieht man ungelogen einfach einen IQ-Wert, der pro Zug droppt. Der Spieler fängt also grundsätzlich erstmal als höchstbegabt an und endet als schimmeliges Brot. Wenn dein IQ wirklich auf 13 Punkte droppt, bedeutet das entweder, dass sie gerade wirklich dein Hirn weggammelt oder laut offiziellen Tabellen, dass der Test nicht aussagekräftig ist, weil du die Fragen nicht verstanden hast! Oder der Test auf einer Sprache war, die du nicht sprichst! Und ja, Hero Wars, es tut mir leid, nicht jeder spricht Scheiße! Aber ich hätte immer gedacht, dass man Werbung für Spiele macht, indem man Erfolge zeigt. Stellt euch vor, Nintendo macht ab sofort so Werbung mit Zelda. Wenn du denkst, du bist nicht so dumm, lad dir doch Zelda runter. Aber Misserfolg und vor allem geistiger Abstieg von anderen ist für uns Menschen immer noch interessanter als der eigentliche Spaß an einer Sache. Deswegen hören Attila Hildmann auch immer noch Leute zu. Und wunderschön? Ich weiß, Geschmäcker sind verschieden, aber wenn das wunderschön ist, ist mein 16-jähriges Ich Hammer will. War es gerade eine Ansage oder was? Ich verstehe einfach nicht, wie man Werbung mit Mikado für Amöben machen kann und das auch noch funktioniert. Ich meine, ihr seid doch alle klug. Ihr habt auf dieses Video geklickt und wenn ich euch den Abo-Button einblende, wisst ihr genau, was ihr machen müsst. Ohne dass ich hier... Oh nein, was soll ich bloß tun, damit die Prinzessin keinen Stab in ihren Geburtskanal geschoben kriegt? Einblende, oder? Na gut, für die in der letzten Reihe nochmal. Wenn ihr mich abonniert, verpasst ihr kein Video, in dem ich mich für euch aufrege. Wenn ich dir das beweisen soll, schreibt mir einen Kommentar, worüber ich ein Video machen soll. Der Vorschlag zu Hero Wars kam nämlich auch von euch. Ja, vielen Dank nochmal. Wisst ihr, sich für dieses Format eure Kommentare durchzulesen, ist wie bei McDonald's essen. Eigentlich weiß man, dass man sich nachher schlecht fühlt. Und wenn man über den Inhalt nachdenkt, muss man furzen. Und das liegt nicht an euch oder meiner Verdauung, sondern an dieser gottverdammten Scheiße, die im Netz rumfliegt. Also, wir stellen fest, Alternativabonnenten sind klüger als die, die auf so eine Werbung reinfallen. Hoffe ich. Also, wie ihr den hier benutzt, wisst ihr schon, oder? Oder? Könnt ihr klicken, wenn es euch gefällt. Aber als ob Günther zu Hause auf der Couch gammelt und sich denkt, boah, ey, die Hand aus der Werbung macht alles falsch. Ich würde den Ork töten und die Prinzessin retten, weil ich so ultra klug bin. Oder Fortnite-Fabian, der sich mit seinen 11 Jahren fragt, was denn nun mit der Prinzessin passiert, wenn er ihr nicht hilft. Aber, und ja, ich war auch enttäuscht von der Menschheit. Es gibt Leute, die sich hier Hero Wars installiert haben, sogar eine ganze Menge. Die Bewertungen sind auch ziemlich gut. Aber es gehen auch Leute zu Starbucks, um guten Kaffee zu trinken und kleben sich inspirierende Wandsticker mit Carpe Diem in die Küchenzeile. Und es gibt wirklich Leute, die sich diesen Toilettensitz kaufen. Also für mich ist Kacken ja eine der größten Freude des Tages. Aber wer sich den Sanilo-Klodeckel in Seesterngrau kauft, will im Leben keinen Spaß haben. Weißt du, was mir beim Kacken hilft? Eine Betonwand und tote Tiere. Wer sich auf das Ding draufsetzt, springt einfach direkt in die Mid-Scheiß-Crisis. Und schau dir mal an, wie gut die bewertet sind. Die sind alle hässlich. Und natürlich gibt es bei Hero Wars auch die, die sich darüber beschweren, dass von den Scheißrätseln aus der Hero Wars Werbung genau zwei im Spiel sind und das auch erst seit kurzer Zeit, nachdem wir die Werbung bekommen haben. Die Reaktion von dem Entwickler auf diese Kommentare ist Gold. Die Werbung suggeriert ein anderes Spiel. Letztlich geht es darum, Charaktere zu sammeln und Erweiterungen zu erwerben. Von den beworbenen Rätseln gibt es im Spiel exakt zwei. Hallo, danke, dass du Hero Wars ausprobierst. In unserer Anzeige wollten wir nur die Essenz des Spiels präsentieren, da sich nicht alles in einem kurzen Video darstellen lässt. Essenz? Essenz. Essenz? Essenz bedeutet etwa so viel wie das Wesentliche, der Kern von etwas. Wenn du 2 Sekunden lang das hier machst und den Rest deines Lebens das hier, dann ist die Essenz nicht, sondern
Du sagst ja auch nicht, dass Breath of the Wild ein Kochspiel oder Animal Crossing ein Mafia-Simulator ist, auch wenn die Spiele vielleicht gewisse Aspekte aus den entsprechenden Genres nutzen. Das Spiel hat nichts mit der Werbung zu tun! Wie ich bei anderen Rezensionen gelesen habe, kommt immer die Antwort, wir können nicht alles in unserer Werbung repräsentieren! Hallo, danke, dass du dich bei uns meldest. Es gibt so viele coole Besonderheiten in unserem Spiel, dass sie nicht alle in eine einzige Anzeige passen. Ist es halt wirklich ein Meme? Die sagen einfach jedem Einzelnen, dass das nicht alles in eine einzelne Werbung passt! Aber die Wahrheit ist, dass das schlicht und einfach irreführende Kacke ist. Und beim Nilo Klositz in Seesterngrau wäre meine Kacke auch irregeführt. Genauso irreführend wie zu sagen, dass Hero Wars eines der besten MMORPG-Spiele des Jahres ist. MMO? Sieht das für dich aus wie ein MMORPG? Sieht das aus wie Warcraft, Guild Wars, Ragnaros Online oder Final Fantasy 14? Nein, warum nicht? Weil es kein MMORPG ist! Wir wollen einfach die Essenz des Spiels. Halt einfach dein Maul! Wisst ihr, es ist wirklich traurig, dass Leute sich das Game runterladen, weil sie ein witziges Puzzlespiel erwarten. Die Leute wollen ja zum Teil sogar ihr Hirn anstrengen. Aber dann kriegen sie ein Bootleg League of Legends Champion in einem durchschnittlichen Mobile-Pay-to-Win-Spiel geboten. Cool. Haben die eine deutsche Datenschutzerklärung? Natürlich nicht! Wenn man auf Support klickt, kommt man zu einer FAQ-Seite, die am spannende Fragen wie Was mache ich, wenn ich doppelt bezahlt habe, aber keine Ingame-Items kriege, beantwortet. Und man kann mit den vier Knöpfen den Hintergrund ändern. Cool. Aber wer Hero Wars auf dem PC im Browser spielt, hat sowieso komplett die Kontrolle verloren. Und kackt gerne auf Sanilo Seesterngrau. Ich weiß auch nicht, was ich schlimmer finde. Die Leute, die so eine Werbung machen oder die Leute, die auf so eine Werbung reinfallen. Wie klein muss dein Hirn sein, wenn du dir wegen sowas eine App gönnst? Mal ehrlich. Artemis braucht deine Hilfe. Na, zum Glück hat man Artemis rechte Arschbacke beim Zeichnen nicht vergessen. Die hat nicht mal ein Gesicht, aber sitzen kann sie. Und für eine Firma, die augenscheinlich Charakterdesigns abmalt, als wenn sie copyright-freie Window-Color-Motive, eine eigene Policy für Fanart und was mit den eigenen Properties erlaubt und nicht erlaubt ist zu erstellen, finde ich vergleichbar dreist. Zusammengefasst sagt dieses Megadokument in etwa das. Du darfst alles machen, was kostenlose Werbung für unser Spiel ist, außer Schmuddelkram. Alles andere wird weggestrikt, angezeigt und kommt ins Gulag. Bitte nicht. Aber wisst ihr, die Werbung hat doch was mit dem Spiel gemeinsam. Sie sind beide Kacke! Get the fuck out.